Lewis Hamilton hat den großen Preis von Aserbaidschan gewonnen. Der Formel-1-Weltmeister setzte sich im Mercedes vor dem Finnen Kimi Räikkönen im Ferrari und France-India-Fahrer Sergio Perez aus Mexiko durch. Sebastian Vettel muss auf den 50. Sieg seiner Karriere weiter warten. Der Ferrari-Pilot wurde in Baku nur Vierter. Dabei hatte es nach seinem Start von der Pole Position lange Zeit nach einem Triumph für Vettel ausgesehen. Doch in einer turbulenten Schlussphase riskierte der Deutsche zu viel und musste die Führung abgeben. Mit seinem ersten Grand Prix-Sieg der Saison hat Hamilton Vettel nicht nur in Baku überholt, sondern auch in der WM-Wertung. Bei den Konstrukteuren zieht Ferrari dagegen an Mercedes vorbei. Red Bull belegt Rang 3.